Sally, das ist nicht lustig, das ist geschmacklos. Guck dir das nochmal an. Diese Grinsefresse, sind wir auf dem Jahrmarkt oder was? Guck dir das nochmal an, hier. Das ist gar nicht perspektivisch richtig. Hier dürft ihr gar nicht sein, ja? Diese lachenden Dinger da oben, guck dir mal die Farben an. Was ist das für ein Scheiß? Jetzt komm. Ey. Und guck dir das mal an hier, der kommt doch nicht mal ab hier mit seiner Zunge und so, Alter. Ich spüre es ganz deutlich, Scully. Die Wahrheit ist irgendwo dort drin. Sie haben recht. Ich hoffe, Sie haben recht. Oh mein Gott, was ist das? Ich glaube, Sie hatten recht, Mulder. Sehen Sie doch, ein Haufen zertrümmerter Stühle und Tische im FZ. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wollen Sie meine Theorie hören? Schießen Sie los. Ein übernatürliches Wesen landete mit seinem Raumschiff auf dem Herrenklo und löste durch Zufall einen Brand aus. Seine eigentliche Intention war es aber, die äußerst hässlichen Wände zu renovieren. Als der Brand aber das Renovieren unmöglich machte, beamte sich das Wesen ins FZ und versuchte, seine Eier abzulegen. Und wo ist das Wesen jetzt? Ja, vermasseln Sie nicht meinen Auftritt, Scully. Die Wahrheit liegt wohl in den Tiefen des Universums. Oder in dem Behälter dort drüben. In dem da? Nein, in diesem Behälter hier. Nein, Scully. Das ist hier nicht einer von den Schülern, mit sich das finden. Sollte schon öfters an dieser Schule vorgekommen sein. Ich denke, wir sollten die Vorlesung der gewissen Schülerinnen mitteilen. Gut. Und wieder hätten wir einen ungeklärten Fall geklärt. Okay, na schön. Aber irgendetwas dort draußen beobachtet uns. Es gibt außerirdische Kräfte, deren Handlungsweise wir nicht verstehen können, Scully. Sind wir allein in diesem Universum? Bedenken wir doch nur einmal die Wunder, die jeden Tag herum an uns geschehen. Sei es die Voodoo-Priester von Haiti, die tibetanischen Zahlenkombinierer in den Appalachen oder Herr Raskops Auftauchen im Unterricht. Die Wahrheit ist irgendwo dort da draußen. Ja, schön und gut. Aber ich könnte jetzt einen Uso vertragen. Wie sieht's mit dir aus? Ich habe leider noch was zu tun. Ich muss noch meine Wände streichen. Aber nicht auf dem Schulgelände, denn wir sind eine Aufwandschule. Dankeschön.